Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 4. Werde berühmt. Vetyrias Life, Libby's Life, Einbausimulator oder Einrichtungssimulator, Bausimulator, whatever. Tja, und wir machen jetzt hier im Badezimmer weiter. Gestalten uns das noch ganz kurz hier fertig. Ich möchte so ein kleines Schränkchen hier in die Ecke haben. Aber. Boah, was ist das denn cooles? Irgendwas Cooles, was bei mir nicht reinpasst, weil alles schon belegt ist. Toll. Ja, aber dann muss ich tatsächlich so ein Wäschekörbchen dahin machen. Passt das hier noch hin? Ja, warum nicht? Vielleicht mit dem Ton. So. Oh, Handtuchständer. Oh. Handtuchhalter. Wirf das Handtuch. Boah, direkt in die Dusche, ne? So. Ist auch dahin. Wäschekorb. Ich hätte tatsächlich lieber Wäschekorb-mäßig. Badezimmerregal, ich glaube, ich Spiegel zu groß, Spiegel zu tief vielleicht. Oh, das kann ich nicht hinpacken. Perfekt. Das verdeckt den Blick auf die Toilette. Scheiße, vielleicht hätte ich auch wieder eine andere Farbe gucken sollen. Nur in hässlichen Farben. Das ist ja doof. Toilettenorganizer. What the hell? Okay. Dann kommt jetzt tatsächlich dieser Wäschekorb hin. Da steht da, wenn du dieses Objekt besitzt, werden die Kleider deines Sims von Zeit zu Zeit schmutzig. Wenn dein Sim sich umzieht, wird die Pflegekleidung dann automatisch im nächsten freien Wäschekorb platziert. Tut gut. Dann ist das so. Dann kommt er hier hin. So. Guck mal, da kommt noch so ein Klo-Rollenhalter hin, der wirklich originalgetreu aussieht. Warte mal, jetzt muss ich überlegen, wenn man Rechtshänder ist, greift man immer nach rechts, also kommt das Ding nach rechts. Alter. So. Was können wir noch da irgendwo hinstellen? Deko-Wäschebrett. Ja, ich glaube, das wäre so alles an Deko-Sachen, die man da erstmal hinstellen könnte. Man könnte aber irgendwie vielleicht eine Pflanze da hinstellen. Oh, ein Bügelbrett. Nee, das ist halt einfach Deko, ne? Oh, so ein Bademantel wäre geil. Eigentlich muss man den da noch hinhängen können. Kann ich die auch? Wo habe ich den denn jetzt her? Da. Guck mal, kriegt einer einen schwarzen und einer kriegt so einen beigefarbenen. Hängen die in der Toilette, ey. Scheiße, kann ich den nicht irgendwo woanders hin machen? Ich rutsche mit der Toilette einfach danach hier rüber. So. Ja, warum nicht, ne? Ich finde, diese Wand können wir doch in dem Farbton machen. Muss mal ganz kurz pipettenmäßig daran. Das wird ganz anders. Das gefällt mir besser. Dann machen wir die beiden Fände so. Ja, doch. Es wird langsam. Dann kommt hier auf jeden Fall noch ein Teppich hin. Teppiche sind immer, auch wenn du so Fliesen hast, immer irgendwie notwendig. Ist immer so ein i-Tüpfelchen. Tada!
wäre geil, wenn man noch so einen schrägen da irgendwie vor die Badewanne hinkriegen würde. Das ist perfekt. Jetzt müsste es dir nur noch einen richtig schicken Farbton geben. Das sieht komisch aus. Ups. Vielleicht doch den hier, so in weiß. Ups. Habe ich extra Löcher reingeschnitten, damit das passt. Ich glaube, der rote. Ich weiß nicht, ob der rote mir da doch gefällt. Also, ob der mir nicht gefällt. Also, ob ich den wieder wegnehme. Überall, wo man steht, warme Füße haben. Das heißt, ich brauche am besten noch... Warum müssen die manchmal so riesig sein? Vor der Toilette. Vielleicht was Eckiges. Vito fängt an, merkwürdige Geräusche zu machen. Ne, guck mal, das wäre genau die richtige Größe. Wenn er nicht so dekadent aussehen würde, dann können wir ihn direkt nehmen. Verdammte Kacke. Nee, sieht komisch aus. Sieht aus wie ein Pfannkuchen. Das wäre natürlich eine Option. Nee, es ist aber auch... Gibt es denn keinen vernünftigen kleinen Teppich? Is this the only way? Seriously? Oder ich muss doch so einen Dekadenten nehmen. Kommt hier so ein viktorianischer Teppich vor die Toilette. Ich dreh durch. Na gut. Was ist denn jetzt, wenn ich das tatsächlich mit dieser Farbe komplett mache? Ich glaube, das sieht dann trotzdem gar nicht mal so schlecht aus. Durch die ganzen Einrichtungsgegenstände. Was? Ich habe keinen Screenshot gemacht. Aber trotzdem mal einen Screenshot machen, kann ich gut machen. Gefällt mir gut. Ja. Jetzt habe ich nur 5900. Was muss ich noch machen? Ich muss auf jeden Fall, ich wollte eigentlich noch Kinderzimmer machen. Egal. Ich muss erstmal auf Kinder warten. Also, nee, warte mal. Kinderzimmer muss erstmal warten. Oh, so ein flatteriges T-Shirt hier schon wieder an. Ich drehe durch.
Meine Na. Warum ist meine Nase schon wieder so rot? Das ist merkwürdig. So, die Sims sind jetzt voll überfordert. Ah, nee, doch nicht. So. So. Vito freut sich ganz besonders, weil. Achso. Na, guck mal. Hab ich. Check. Los, ist mit den Kunstwerken auch erstmal. Grauen T-Shirts erobern die Welt. Hatte ich bei der letzten Aufnahme auch schon graues T-Shirt an? Scheiße, ich glaube ja, oder? Oh Gott, wie peinlich. So, das ist auf jeden Fall. Jetzt muss ich das mit den Lampen nochmal machen. Automatische Lichter. Alle Lichter. Wurms. Was mache ich hier? Dieses Licht, Farbe und Intensität. Was war dieses Zimmer? Diese Lampe strahlt ein rötliches Licht aus. Dieses Licht. Rot. Soll ja auch romantisch in der Badewanne sein, weil ich gehe irgendwie wirklich davon aus, dass da zwei Sims reinpassen. Warte mal, vielleicht auch nicht. Ich kann immer noch immer dazusteigen, wenn ich schon einer drin sitze. Das muss man alles ausprobieren. Jetzt mit der Toilette sieht. Dieser Teppich da, warte mal. Nee, so. Muss ich tatsächlich so lassen. Okay. Ach, was mal automatische Lichter, ne? Auch Farbe und Intensität. Ja, das ist halt Kerze, ne? Ich lasse das erstmal so. Was haben wir denn? Muss mich mal um die Leute kümmern. Valkyria. Steht irgendwie hier doof rum, hat keine Ahnung, was sie tun soll. Fange ich jetzt wirklich mit der Kinderplanung an? Wir haben Samstag. 11 Uhr. Könnte man das immer sagen. Warte mal. Flöten. Heute ist noch Silvester. Ich muss. Kacke. Wo wird denn die Deko-Boxen gestellt? Da hinten. Das macht die Valkyria. Valkyria kann am besten dekorieren. Scheiße, ich muss noch ein Dach machen. Moment. Das sieht behindert aus. Also nicht behindert, sondern bescheuert. Aber das Dach muss ich mir ganz cool schick machen. Wie wird das denn aussehen? Das sieht voll kacke aus. Ja, das sieht voll kacke aus. Aber wenn ich dieses Dach wegnehme. Erstmal nur so mache. Also ich muss mir den Außenanstrich tatsächlich nochmal kurz überlegen. Ja. Dachmuster. Das Dachmuster. Ein Verbunddach, ich kann ein Strohdach machen. Wie geil ist das denn? Wow. So, zack. Oh, so ein Schornstein wäre auch lustig.
Tada! Passt zwar größentechnisch voll nicht hin, aber lassen wir einfach mal. Wow. Ich wollte eigentlich nur einen Friesen außen leisten. Okay, sowas haben wir anscheinend nicht. Größere Niveauhöhe erforderlich. Ah ja, okay. Hm, ja, verstehe. Also die meisten mediterranen Häuser sind meistens einfach nur angestrichen. Das würde dann so aussehen. Aber ich finde irgendwie so eine Tuchstein wäre irgendwie geiler. Irgendeine Tuchstein. Das wäre natürlich ein kleines Problem. Das wäre wirklich ein kleines Problem. Wobei, das geht eigentlich, ne? Tada! Oh, das ist ein geiles Geländer. Ja, das ist tatsächlich. Ich finde das lustig. So, treppenmäßig bauen wir auch noch mal kurz um. Das Design ändern? Kann ich das nicht vorher kurz mal angucken, wie das aussieht? Tada! Oh Gott! Tada! So! Sieht schon viel besser aus. Sieht viel besser aus. Oh, ich brauche noch so einen Blumenkasten hier. Ich brauche noch so einen Blumenkasten. Passt doch.
Ich bin zufrieden. So, jetzt können wir wieder spielen. Also, Partystimmung, Trinken, Tanzen, mach keine Ahnung was. Vorsätze fassen. Wie kann ich das machen? Klicke auf einen Zimmer und wähle Vorsätze fassen, um teilzunehmen. Vorsätze fassen. Ein Bestreben-Meilenstein abschließen. Befördert werden. Eine Fähigkeit verbessern. Ein Buch schreiben. Ja, komm, befördert werden. Und sie macht das auch. Vorsatz fassen. Ein Bestreben-Meilenstein. Befördert Fähigkeit verbessern. Eine Fähigkeit verbessern. So. Partystimmung. Mit Hörnern tröten. Go, go, tröte mal mit die Hörner. Tröte mal mit die Hörners. Was macht die Valkyrie eigentlich an der Medienstation? Die können ja mal gerne hier kurz Updates posten. Was kann er da eigentlich noch irgendwas machen? Er benutzt mal die Toilette. Deine neue Toilette ist da hinten. Das sieht alles viel schöner aus da hinten. Oh, wer ist er? Björn Bergsen, der Einbrecher. Oh lol, das hat mich da weggeklickt. Wie es im letzten Teil ist dein Name in aller Munde. Sollen wir uns nochmal treffen? Wir waren schließlich schon Freunde, bevor du geboren wurdest. Ach. Schlechter Nachgeschmack, alles klar. Barbahoy, huh? Huh? Kalank Napsa Palingo. Sponsor! Sponsor? Das wird hier nicht gesponsert. Was hat denn die denn? Apollo Chaba! Keldo Dabishi! Possum Rubina! Sistun Turib! Pifatow! Sharib! Flohain Kampel Espascoom! Moochie Peachy? Go on! Chips! Taru Gedna! You're quite a sieg! I'm full staff! Sigluna Piyun! Drow! Droga Melt! Habe ich jetzt endlich. Ich habe jetzt die zweimal die gleiche Pflanze da stehen. Ich wollte. Hallo, ich bin Produzent bei Maxis Music Machine. Wir lieben deinen Song. Wir möchten so schnell wie möglich einen Vertrag mit dir machen. Bist du einverstanden? Okay. Video wurde von einem Musiklabel unter Vertrag genommen, wodurch er höhere Tantiemen erzielt. Um die Einnahmen zu maximieren, musst du allerdings regelmäßig neue Lieder veröffentlichen und sei vorsichtig. Falls Vito lange Zeit keinen Song veröffentlicht, könnte das Label ihn so gefallen lassen. Du kannst jederzeit das Handy nutzen und dich bei dem Label melden, um herauszufinden, was zu tun ist und wie lange du es tun musst. Okay, dann mache ich das mal kurz. Handy? Ja, mach mal hier Simstagram Story. Kann ja auch nicht schaden. Ich habe jetzt 287 Follower. Oh, wow. 4 Songs zu Ende. Video hat 2 Tage Zeit, um einen neuen Song fertigzustellen und zu veröffentlichen. Wenn du bis dahin keinen neuen Song erstellst, sieht sich Max als Music Machine gezwungen, den Vertrag aufzuheben. Kann er nicht noch, irgendwie hat er nicht noch einen? Hier muss er einen neuen Song probieren. Ja, produzieren. Aber irgendwie mal sein Dings da erhöhen. Geh mal kurz. Nee, ich muss jetzt erstmal Valkyria schwängern. Also, das klingt irgendwie ganz schön doof. Aber mach mal hier Baby. So. Ein paar Tage hast du ja Zeit, bis das Baby kommt. Und, hallo? Ein Kind an Silvester machen, das ist doch auch bestimmt was Schönes. Hast du Feuerwerk auf woanders? Aua. Das ist eine komische Stimmung. Ich muss ihn übrigens mal rausschmeißen. Warum sitzt er immer am Rechner?
Die chattet vom Rechner aus. Wo ist Libby eigentlich? Libby schläft nicht auf ihrem Platz. Libby schläft da. Nein, gerade so. Okay, jetzt wird er mir sehr suspekt. Warum wühlt er immer Müll rum? Spüren. Ich mach mal Liebe spüren. Digga! Du verrückter Typ! So, ich bade mal Libby. Zieh dich mal um. Mach mal. Alter. Zieh das da mal an. Ich will mal sehen, was die Valkyrie für einen krassen Sixpack hat. Oha. Aber die Hüften sind so breit. Alles klar. Halt, halt, halt. Das will ich nicht. Und für den Innern. Zieh mal die normale Standardkleidung an. Für Silvester passt das am besten. Schnapp dir mal Libby. Du da, ja, mach mal hier Trends untersuchen, bitte. Danke. Und du gehst dann mit Libby kurz mal raus. Oh, ich habe ja so viele Optionen. Welche Medienfähigkeit hat sie? 4. Vitu hat 3. Ja. Bitte das Geschäft zu erledigen. Spielzeug-Review, benommenes Vlog, inspiriertes Vlog. Ach cool, hier kann aktuell ein inspiriertes Vlog machen. Video aufnehmen, inspirierendes Vlog. Perfekt. Und in der Zeit kann Vitu dann gleich Essen machen, wenn Libby fertig ist. Wo ist Libby? Da ist Libby. Ja, wohin? Oder wollen wir erstmal noch loben? Libby loben, Libby loben, Libby loben! Oh, yibs! Kunada! Boah, Alter! Du bist wirklich voll dick! Und Bantik Festival! Okay. Nein, das ist nicht gut, Libby. Hör auf aus deiner... Libby! Habe ich Libby jetzt schon wieder verpackt? Dieser Hund, ey. Vitu ist verbuggt. Flicker!
glaube, Vito ist schon wieder broken. Ne, doch nicht. Ernsthaft jetzt, Vito? Oh, lol. Der will mir nicht aus Romantik versuchen. So. Und jetzt? Ja, trag die Hundescheiße überall hin, wie du, Mann. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt wieder am Partende angekommen. Und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Dann, ja, gucken wir mal, ob Valkyrie jetzt wirklich schwanger ist. Und, ja. Verdienen wir ein bisschen Geld, damit wir hier alles den Rest ausstatten können. Müssen mit Vito unbedingt einen Song produzieren. Ich glaube, ich gehe wirklich noch ein bisschen so mehr auf die Medienproduktionskarriere da ein. Ja. Und so beendet man Videos. Wow. Videos. So, zack. Ist benannt. Ja. Und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wenn ihr das Video gesehen habt. Und dann sehen wir uns in 2 Tagen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.